So. Wo ist mein WBF? Ah, der repariert schon die Fahrzeuge. Sehr schön. Da ist er. Mitten im Pulk und repariert, weil meine... Ja, meine Fahrzeuge eben. Und ist momentan immer nur nicht schwer. Hat sich noch nichts geändert. Oh, da kommt ein großer. Was war dieses Ding? War das menschlich? Okay, der war ein bisschen größer. Tagesanbruch in 30 Sekunden. Also ich habe jetzt, 50 Gebäude fast gepackt in der ersten Nacht. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt läuft. Das habe ich nämlich von Anfang an eigentlich einen größeren Trupp zur Verfügung. Und ich hoffe jetzt nur nicht, dass die Truppen, die Wellen so hart werden in der Nacht, dass ich nicht zu den, zu den Bonuszieleinheiten da komme, zu den Sternchen auf der Minimap. So. Vergiss nicht, dass du bei Sonnenuntergang zurück sein musst. Ich hab so viel Liebe. Ich bin ganz Ohr. Natürlich vergesse ich das nicht. Und wir haben auch schon die Truppen losgeschickt, die Einheiten. Auf das alles jetzt glatt geht. Und ich möglichst viele klein kriege, möglichst viele Gebäude. Siehst, alle bewegen sich schon. Alle sind schon on Tour. So, der kann wieder hier Mineralien abbauen. Bleib jetzt einfach mal bei meinem Hauptdruck da mit den Fahrzeugen. Keine weiteren verseuchten Strukturen in diesem Sektor an, Jim. Sehr schön. Vielleicht packen wir sogar, dass wir alle killen. Alle Gebäude. Mal schauen. Was machen die hier unten? Ah, das geht natürlich ratzfatz, wenn das so gut ist. Da haben die, da brauchen meine Fahrzeuge doch ein wesentliches Stückchen länger. Ja, jetzt haben wir hier so einen komischen Turm da. Und hier auch noch. Ich hoffe, ich verliere jetzt nicht so viel. Ah, das ist eine Zerg-Basis. Gute Arbeit, Jungs. Dieser Bereich ist gesichert. Ich mach die. Okay, ist mir jetzt gerade mal ganz egal. Nee, da nicht rum. Das wollen wir jetzt nicht. Na, super. Zählen die Gebäude auch meine dazu? Instrumente zeigen keine weiteren verseuchten Strukturen in diesem Sektor am Gym. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen nervig hier. Weil die Defensive ziemlich stark ist. Obwohl es, ja, eben Nacht ist. Aber das macht nichts, Wir haben noch tonnenweise Einheiten da. Und das machen wir auch alles glatt. So. Gucken wir wieder nach unseren Fahrzeugen. 3,5 Minuten haben wir noch und 70 Gebäude bleiben noch übrig. Weil es relativ schnell weniger werden müssten, weil wir gerade in der Basis da stehen. Und da auch wieder ein Pulk von Gebäuden. So, 60, 63 noch. 60 noch. Ah, das geht wie Brezelbacke. Ein bisschen flotter könnte es trotzdem sein. Hier unten ist noch. Hier unten ist ein richtiges Ballungsgebiet. Und da schieben wir jetzt auch gleich hin mit unseren Helions. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht so Türen stehen, weil ich glaube, die Helions halt noch weniger aus und machen weniger Schaden gegen Gebäude. So, was haben wir hier? Hier ist schon gleich alles weg. Ich
So, jetzt ist hier tatsächlich alles weg. Und jetzt. Du hast sie ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. Ja, danke schön. Natürlich mache ich es großartig. Macht ja auch sonst keine. Deswegen mache ich das eben. Ja, wir bauen jetzt hier mal in der Basis noch ein paar Feuerfresser, ganz einfach. Für unsere ganze Kohle, die ich jetzt wieder gesammelt habe. Was ich eigentlich hätte gar nicht machen müssen. Okay, macht aber nichts. Okay. Wir haben noch 1,5 Minuten. 38 Gebäude stehen hier noch. Und ja, unter Umständen treffe ich sogar meine Helios noch. Ich glaub's allerdings nicht. Ich glaub's allerdings nicht. Weil es doch ziemlich eng wird dann. So, 30 Gebäude noch, 31. Wird auf alle Fälle eng werden. Ne, es wird nicht eng werden, wir werden es jetzt nicht schaffen. Dann gehe ich mal fast fest davon aus. Abgesehen davon würde ich natürlich gerne ja, die Forschung noch mitnehmen, hier von den Zerg. Ordentlich dezimiert, Jim. Das machst du großartig. Ha, schon wieder. Okay, ich ziehe mich jetzt wieder zurück in die Basis, weil es nicht mehr lang dauert und dann 10 Sekunden noch. Oh, das wird ziemlich knapp für die da unten. Das wird ja mal richtig knapp. Ich hätte vielleicht besser mich schon früher zurückgezogen. Ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Trupp da. Haltet eure Augen offen. Da draußen wird noch ein ganzer Haufen von denen rumlungern. Okay, momentan sehe ich noch nichts. Und ich bin auch nicht mehr so arg weit weg von meiner Basis. Allerdings, ja, sammeln sie sich da immer. Haben wir ja in der letzten Runde gesehen, wo sie meine Helions auseinandergenommen haben. Es ist jetzt die dritte Nacht und die geht auch 5 Minuten. Wir packen es aber, wir packen es noch. Okay, Trupp Nummer 2 kommt da hoch. Trupp Nummer 3 darf hier bleiben. Ich habe so viel Liebe zu geben. Das glaube ich, dass die viel Liebe zu geben haben. Genau mein Gefühl. Okay, stellen wir mal dahin. Okay, passt. Jetzt haben wir auf der 4. Dann muss ich mal ganz. Auf der 4 habe ich einen Trupp mit Feuerfressern. Ein Wort genügt. Und 5 Sanitätern. Das heißt, die nehme ich mir jetzt auf jeden Fall mal mit und werde mal die Dinger ausräuchern da, die komischen Würmer. Die Verseucher, nicht die Würmer. Wie komme ich jetzt auf Würmer? Ich werde erstmal, ja, hier den rechts nehmen. Oh, das ist wieder so ein Boot, ne? Der kriegt den sogar noch klein. Nee, 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 nee. So, und es ist ziemlich Action, ziemlich viele Einheiten. Da muss ich echt, ja, richtig krass durchkämpfen. Und wo geht's denn da am besten hin? Der ist da, okay. Dann nehme ich die Straße. Dann muss ich gerade nach Süden ein Stückchen. Das heißt, die nach Norden da gerade laufen, ist sowieso voll für den Arsch. Und ich hoffe, dass ich die beiden jetzt kriege in der einen Nachtphase. Die machen jetzt so wirklich viel Schaden an meinen Feuerfresser. So, ich beeile mich einfach mal. Ich habe zwar noch ein paar hinter mir, die ich hinter mir herschleife. Aber das ist egal. Wir müssen schließlich darunter das Ding killen. Jetzt fokussieren wir mal den Boden. Der mir auf den Sack geht hier. So, den noch.
Und dann geht's. Ja, das wird verdammt eng, wird das. Und ich weiß auch nicht, was für ein Vieh das ist. Da ist er! Ist er das? Zergverseucher! Ja, das ist er! Wow, jetzt sind die garantiert stinksauer. Vielleicht sollten wir auf Tageslicht warten. Okay, Basis wird angegriffen. Nee, das ist doch gar nichts. Mann, Mann. Okay, der erste Verseucher ist weg. Ja, und wir haben die Zergforschung. Jetzt sind es aber wirklich tonnenweise hier. Und wir kriegen sogar noch ein paar Gebäude klein. Das wollen wir aber gar nicht. Ich beeile mich jetzt einfach mal. Ich laufe jetzt durch. Und versuche den einen Verseucher noch zu kriegen. Das Ganze mache ich mit meinen Helions auch. Auch wenn mir hier garantiert irgendwelche Einheiten flöten gehen. Egal. Das ist noch ziemlich... Eine Minute habe ich noch. Der Countdown läuft. Ne, da will ich mal nicht rum jetzt. Wir gehen hier die Straße entlang.